10.000 Stunden Golf klingt ja relativ locker, wenn man es denkt, man macht es so im Sommer oder nur in Spanien. Bei Wind und Wetter, bei Kälte und Hitze, immer. Das größte Problem, finde ich, ist, dass man immer alleine ist. So, heute sind wir ein bisschen später dran für BMW International Open, weil ich vergessen habe, das Verdeck zuzumachen und es hat gewittert heute Nacht. Das Auto steht relativ unter Wasser. Wir sind jetzt seit ein paar Stunden am Putzen.